Ein herzliches Willkommen zum nächsten Flohmarkt-Video. Heute sind wir schon um 5.30 Uhr morgens auf dem Flohmarkt. Doch zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass heute der beste Flohmarkt-Tag des Jahres werden sollte. Ich bin der Pokepilot und hier findet ihr täglich neue unterhaltsame Videos. Deswegen schnallt euch an und ab geht's auf den Flohmarkt. Um den Tag vernünftig zu starten, musste ich natürlich erstmal einen Booster öffnen. Hier habe ich ein altes koreanisches Yu-Gi-Oh! Pack geöffnet. Schauen wir mal, ob ihr was Gutes gezogen habt. Direkt erstmal den Gewinn schmälern. Können wir reingehen in die Sachen? Ja. Können. Eine Holo, oder? Nice. Nach dem Booster kamen auch schon die ersten Leute zu unserem Stand und ich habe direkt meinen ersten Verkauf gemacht, nämlich dieses gegradete Suicune für 30 Euro. Doch bevor wir schauen, welche Karten wir sonst noch verkauft haben und was alles aus den dutzenden Boostern gezogen wurde, die bei uns am Stand geöffnet wurden, gehen wir erstmal eine Runde über den Flohmarkt und schauen, was wir sonst noch Cooles finden können. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis ich die ersten Sammelkarten gefunden habe und an diesem Stand gab es eine Schatztruhe voll mit Pokémon-Karten und coolen Sachen. Hier, die habe ich auch gekauft. Sehr schön. Nachdem die nette Frau, die vorher bei uns was eingekauft hat, mir gezeigt hat, was sie für eine coole Pikachu-Karte gefunden hat, habe ich kurz danach einen richtig coolen Stand gefunden. Hier gab es haufenweise Karten, unter anderem mehrfach diese Mew-Promo aus dem Jahre 2000. Viele von euch werden sie mit Sicherheit kennen. Bevor ich euch zeige, was ich mir so gekauft habe, gehen wir mal zurück an unseren Stand und schauen, was da gerade so geht. Hier wurden gerade schon die ersten Booster geöffnet. Ich habe ein ganzes Display vom neuesten Set mitgebracht. In diesem Set sind 4 verschiedene Gluraks und hoffentlich können wir heute das ein oder andere ziehen. Gerade geöffnet das Display. Ja, es ist nur ein Holo. Verdammt. Aber gibt noch was dazu, komm, wir machen. Auf Ehre. Ein kleines Stickerpack, das noch was aufzumachen. Das war nichts Besonderes, aber ist cool. Danach kam jemand mit einem Ordner voll mit alten Pokémon-Karten zu uns und wollte einige von unseren Karten gegen seine tauschen. Am Ende hat er sich von uns diese ganzen Karten rausgesucht. Nachdem ich dieses coole Arceus hier für knapp 5 Euro verkauft habe, wurden noch ein Haufen Booster geöffnet. Und wir konnten neben einigen coolen Shiny-Karten noch einen Secret Rare Pikachu ziehen. Sehr schön. Ja, dann kannst du jetzt direkt einen Top-Lauder und so. Nach diesem coolen Pull ist etwas nicht so Schönes passiert, auf das wir zum Glück aber vorbereitet waren. Nämlich hat es angefangen zu regnen, was natürlich bei einem Sammelkartenstand besonders schlecht ist. Wir hatten natürlich unsere Plane mit dabei, um unsere Karten vor dem Wasser zu schützen. In dem Moment, wo es angefangen hat zu regnen, kam auch dieser kleine Junge zu mir und hat seinen ganzen Ordner voll mit Karten mitgebracht, denn er wollte eine von meinen PSA gegradeten Karten haben. Nämlich wollte er dieses Base-Set 2 Turtok im Wert von knapp über 100 Euro haben. Und am Ende habe ich mit ihm getauscht, und zwar für dieses Psyana V. Zu diesem Zeitpunkt hat die Karte ungefähr 60 Euro gekostet. Ist auch etwas beschädigt, deswegen der Wert noch mal etwas geringer und dazu noch dieses wunderschöne gegradete Rainbow Lugia. Alles in allem ein sehr fairer Tausch und der kleine Junge hat sich auf jeden Fall gefreut. Im Anschluss habe ich noch dasselbe Pikachu, was wir gerade gezogen haben, verkauft, allerdings in PSA 9 bewertet, ebenfalls für knapp 30 Euro. Der Regen wurde leider nicht wirklich besser, deswegen standen wir knapp eine Stunde lang mit der Plane oben und mussten unsere Karten und auch die Kunden vor dem Regen beschützen. Im Anschluss war noch eine Gruppe Jungs da, die das Ganze, glaube ich, nicht ganz so ernst genommen haben, aber trotzdem hatten sie Spaß dabei, einige Packs zu öffnen. Kannst du aufmachen, ich krieg sie auch. Die Jungs haben einfach immer wieder versucht, die Karten, die sie gezogen haben, zu verkaufen, um sich wieder neue Packs zu holen. Das ist natürlich nicht lange gut gegangen, an der Stelle kann ich auch nur jedem von euch raten, kauft euch lieber Einzelkarten, anstatt Packs zu öffnen. Ja, lass es aus! Eine. Hey, alles gut, alles gut, ich lache nicht aus. Okay. Oh! Oha! Was? Ist die krass? Digga, ist die krass? Die ist okay, ja? Und die hier? Oh, okay. Und die davor kann noch eine sein. Die Karte davor kann auch noch was sein. Die hier? Ja. Klura, klura, klura. Krass, wir machen mit umdrehen, ja? Okay, aber okay, okay. Davor auch noch eine, aber ich glaube, die ist dann nicht. Heute verlässt mich dieses Glurak für Schlagmuni. Sehr, sehr nice. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Danke. Nachdem ich mein PSA gegradetes Glurak abgegeben habe, habe ich noch 2 weitere Karten verkauft. Und zwar dieses japanische Shiny Glurak für 10 Euro und dieses goldene Mew aus Celebrations für 40 Euro. Im Anschluss bin ich noch zu einem Pokémon-Kartenstand von vorher gegangen und danach noch zu einem anderen Stand, wo es auch haufenweise Karten gab. Ja, ein. Das reicht doch. Sind die Karten mittlerweile verkauft oder hast du sie aufbewahrt? Oha, wie lieb von dir. Sehr, sehr cool. Gut.
Danke. Danke. Ciao. Ich habe jetzt gerade für 6 Euro diese beiden wunderschönen Karten geholt und noch ein paar Rares dazu. Ist natürlich kein guter Preis für diese Karten, trotzdem wollte ich die Pokémon-Stände etwas supporten und habe natürlich auch 2 wunderschöne Holos. Und bevor ich euch zeige, was ich gegen diese 5 Karten getauscht habe, wurden an unserem Stand natürlich noch einige Booster geöffnet. Ich glaube, wir haben bislang noch nichts Krasses aus dem Display gezogen, also noch kein Glurak. Oh, habe ich sogar nice. Schon. Und? Xerox, sehr nice. Den Booster. Ja, mache ich auch mal bei dem. Und? Ist gut. Ah, schade. So. 5 garantierte Hits gegen zufällige Girls. Ja. 10 Booster gegen diese 5 Karten und die werden jetzt gehebelt. Let's go! Ich bin hier mit euch. Ich wünsche dir viel Glück. Aber ich habe schon gesagt, dass ich genommen habe. Ist eine japanische. Okay, was heißt das? Nein, ein Schatz von unten nach oben. Ey, die ist gut! Tauboga! Oh! Passend dazu noch das Tauboga EX. Ich sag euch doch, guck die. Ja, Taubos EX. So. Gönn. So. Noch ein Xerox. So, ein knackiger Hit, dann wäre schon mal. Nice. Sind noch nicht. Enter, aber es sind hier noch 3 Booster. 3 Booster haben wir noch. In den letzten Boostern war leider nichts Gutes mehr drin. Und danach kam ein Kind zu mir und meinte, dass an einem anderen Stand Fake-Karten verkauft werden. Da musste ich natürlich direkt mal gucken gehen und war etwas schockiert, als ich einen ganzen Ordner voll mit gefakten Karten gesehen habe. Dazwischen vereinzelt echte, aber überwiegend gefälschte. Das erkennt man meistens direkt daran, dass die diesen regenbogenartigen Schein haben. Sieht man heutzutage leider öfter. In der Zwischenzeit wurden an unserem Stand wieder einige Packs geöffnet und unter anderem diese Goldkarte gezogen und dieses coole Turtok. Ach ja, und die Plane mussten wir auch schon wieder hochhalten. Also Leute, es nieselt wieder, die Plane ist wieder drauf. Sehr lustig. Und wichtig, Leute, ist, dass man den Pokéflut auf YouTube abonniert. Das Ende des Flohmarkts ist nah. Wir haben einiges verkauft, es regnet jetzt doll und damit ist es dann auch Zeit für heute zu verschwinden. Deswegen, wir bauen jetzt ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen. Haut rein und ciao.